fünf Designklassiker, von denen Sie vielleicht nicht gewusst haben, dass sie aus Deutschland kommen. Der Name Walter Gropius steht für die Bauhaus-Kunstschule, die er 1919 in Weimar gründete. Funktionalität ist das oberste Bauhaus-Prinzip. Weltberühmt ist Walter Gropius besonders als Architekt. Doch sein letztes Werk ist kein Gebäude, sondern ein Teeservice, das er für das Porzellanunternehmen Rosenthal entwarf. Unser Platz 5 der deutschen Designklassiker, die TAC1-Kannen, gehen 1969 in Serie und werden bis heute weltweit verkauft. Dieser Klassiker besticht durch seine geniale Einfachheit. Ein Regal, das ganz ohne Schrauben auskommt und mit der Büchersammlung mitwachsen kann. Platz 4 der Designklassiker, von denen Sie vielleicht nicht gewusst haben, dass sie aus Deutschland kommen, das Regalsystem FNP. Es lässt sich in nur 15 Minuten aufbauen, ganz ohne Werkzeug. Dank der Schienen. Das erste Regal entwirft der gelernte Schreiner Axel Kufus 1989. Seitdem hat er mehr als 50 Kilometer Regalwand produziert. Bevor Sie in der Designgeschichte auftauchen, sind Clubsessel in der Regel gut gepolstert. Doch der Designer Marcel Breuer wollte Möbel entwerfen, die mit allen Traditionen brechen. Sein Clubsessel gilt bis heute mit seinen Stahlrohren als Ikone der Industrieästhetik. Auf Platz 3 der Clubsessel B3, auch bekannt als Vassili-Chair. Auch er ist, der Idee nach, als Gebrauchsgegenstand für jedermann gedacht. Doch wie alle Bauhaus-Design-Klassiker war er schon damals zu teuer und ist es bis heute. Diese Lampe leuchtet sogar im Museum of Modern Art in New York. Das Besondere an ihr? Es gebe nichts Besonderes, so sagen Kenner. Auf Platz 2 unserer Designklassiker aus Deutschland die Tischleuchte WG24, die vom deutschen Silberschmied Wilhelm Wagenfeld entworfen wurde. Anfangs produzierte er nur 50 Stück. Doch ein Verkaufsschlager wird sie nicht. Erst als sie 1980 nach Originalplänen Wilhelm Wagenfelds wieder neu aufgelegt wird, gelingt der weltweite Siegeszug. Kein anderer Stuhl wurde so oft gebaut wie dieser klassische Wiener Kaffeehausstuhl. Produziert wird er seit 5 Generationen in der hessischen Stadt Frankenberg. Unser Platz 1 der Designklassiker, von denen Sie vielleicht nicht gewusst haben, dass sie aus Deutschland kommen. Der Tonnet-Stuhl Nummer 14. Im Jahre 1859 löste er eine Designrevolution aus. Denn erstmals wurde Holz für einen Stuhl gebogen. Das Buchenholz muss 5 Stunden in Wasserdampf eingeweicht werden, damit das möglich wird. An diesem Konzept hat das Unternehmen bis heute nichts verändert.